Sei mutig, Gott öffnet Türen und segnet dein Leben. Das ist ein Zuspruch, den ich dir heute geben möchte, in diesen Tag hinein. Und ich möchte dich einladen, mit mir ein bisschen nochmal auf das Leben von Esra zu schauen. Im Kapitel 7 vom Esra-Buch kannst du lesen, im Vers 27, dass Esra eine Vision, eine Berufung von Gott bekommen hatte. Und diese Vision, diese Berufung, dieser Auftrag war, das Haus Gottes herrlich zu machen. Esra fand Gunst bei dem König dafür. Er bekam offene Türen. Gott machte das Herz des Königs offen für die Wünsche und für diesen Auftrag, den Gott Esra gegeben hatte. Wenn du heute in einer Situation bist, wo du sagst, alle Türen sind zu, es ändert sich nichts, ich kann nichts erkennen, wo etwas vorwärts geht, dann glaub daran, dass Gott dir Gunst geben möchte, dass er Türen öffnen möchte. Sei mutig, Gott öffnet Türen und segnet dein Leben. Wenn wir in das Neue Testament schauen, da heißt es, trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Streck dich aus nach den Dingen des Reiches Gottes und Gott wird für alle anderen Dinge sorgen. Gehen wir wieder zurück zu Esra, da lesen wir in Esra 7, Vers 28. Ich fasste Mut, weil die Hand des Herrn meines Gottes über mir war. Ist das nicht auch ein Grund für dich, heute neue Hoffnung zu fassen, neu ermutigt zu sein, weil die Hand Gottes über deinem Leben ist? Gottes Hand öffnet Türen für dich, die niemand öffnen kann. Und Türen werden geschlossen, die einfach gut sind, geschlossen zu sein. Der Herr will dir offene Türen geben, Gunst geben, Weisheit geben, wie du weitergehen kannst. Ich wünsche dir, dass du heute diese offenen Türen in deinem Leben entdeckst. Sei mutig, Gott öffnet Türen und segne dein Leben. Gott hat mehr für dich.